Hallo Leute, herzlich willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Freitag, dem 16.04. Wir dürfen unser Pferd fotografieren, eine Distanz zu Fuß zurücklegen, gegnerische Nichtspielercharaktere während Deadeye töten, gestreifte Gillertiere häuten, aber nur eins, in der Eroberungsshowdown unter den ersten drei abschließen, perfekte Tierhäute verkaufen, also beim Schlachter, und vom Pferd auf eine fahrende Kutsche springen. Bei den Rollenspezifischen dürfen wir heute Madame Nazar aufsuchen, ihr ein paar Sammlerstücke an den Kopf werfen und wer will, kann auch Landkarten bei ihr kaufen und dann benutzen. Aber interessant ist heute der Schwarzbrenner. 2 Minuten, 2x2 Minuten mit der Band gespielt, 2x2 Minuten getanzt und Schwarzbrenner-Einrichtung geändert. Das ist ruckzuck verdientes Gold. Für die Eroberungsserie habe ich kurz eine Archivaufnahme rausgesucht, also über Schnellbeitritt könnt ihr natürlich in die Eroberungsserie rein starten, aber ihr seht, oben fehlt natürlich die Hardcore-Serie, wie gesagt, eine Archivaufnahme. So, mein erstes Gillertier hatte ich in der Nähe von Armadillo und das war eigentlich ruckzuck erledigt. Mein Lager steht ja immer noch in der Wüste und deswegen war heute Gillertier eigentlich keine große Herausforderung. Ist heute ein bisschen kürzeres Video, habe heute nicht so viel Zeit, aber rein zur Information, falls jemand nicht weiß, wo Gillertiere zu finden sind. Ich habe mal schnell 2 Stück geschossen und das zweite war dann auch in der Nähe von Madame Nazar und da war ich dann schon nicht mehr allein. Und weil ich ja schon ein Gillertier gehäutet hatte, habe ich das zweite dann verschenkt. Und ich glaube, der Spieler hat sich auch gefreut. Und ja, ihr seht's, da ist die Stelle, wo das zweite Gillertier heute anzutreffen war. Und Madame Nazar ist auch dort in der Nähe. Das ist ein Abwasch sozusagen, also im Vorgarten von Madame Nazar. Das zweite Gillertier heute geschossen und dann noch ein bisschen Winke-Winke gemacht. Und jeder hat sich gefreut. Und natürlich nochmal schnell rüber zu Madame Nazar. Ich hatte es ja schon erwähnt, man kann die Landkarten bei ihr kaufen, um natürlich Sammlerstücke zu finden. Aber wie ich das schon sehr, sehr oft erwähnt habe, es benutzt eigentlich keiner mehr Landkarten. Aber wer das jetzt unbedingt braucht, um das Gold abzugreifen, bitteschön, könnt ihr natürlich diese 3 Landkarten benutzen, die Sammlerstücke suchen und dann habt ihr natürlich das Gold eingesackt. Ihr könnt auch nur 2 öffnen und die dritte dann abarbeiten, aber eine müsst ihr abarbeiten, sonst bleiben euch ewig diese gelben Punkte, diese gelben Flecken auf der Karte. So, das war's heute, ein kurzes Video und ich wünsche euch jetzt einen guten Start ins Wochenende. Heute ist ja schon Freitag. Und ich sage mal, ciao.